Ein Übung, das jeder Golfer helfen kann, ist ein Tai Chi Golfschwung oder einfacher gesagt ein Golfschwung in Zeitlupe. So ein ganz langsamer Golfschwung, wo wir versuchen, eine Spüre zu haben für den Golfschläger, für den Schlägerblatt, für unseren eigenen Körper. Und vor allem ist es auch eine Mentalübung, weil es fängt an mit der Visualisation. So, wir überlegen, wir vielleicht Augen zu und überlegen, wie sieht mein Traum-Golfschwung aus, wie ist dem Golfschwung, das ich machen will, wie sieht das aus? Und wenn du schaust von außen, wie würde das aussehen? Und dann mit dem Bild im Kopf, wir wollen in einer ganz langsamen Bewegung zuerst fangen an mit der Körperhaltung. Wie ist die Körperhaltung von meinem Traum-Golfschwung? Und dann, wenn wir in der Körperhaltung sind, wir gehen ganz langsam, fangen wir den Takeaway und die Schwungbewegung an. Und die Idee ist, so langsam als möglich das zu ausführen, aber dass der Schläger immer am Bewegen ist. Und versuchen zu spüren deinen Körper, zu spüren den Schläger. Und am Anfang, du kannst das mit den Augen offen machen, vielleicht sogar vor dem Spiegel, dass du merkst, wie viel habe ich gedreht, wie sieht das aus im Vergleich zu meiner Vorstellung. Und als wir gehen zu dem Abschwung, dass das Gewicht langsam nach links verlagert, dass die Hände kommen vor dem Schlägerblatt, dass der Schläger gerade ist, das Schlägerblatt gerade ist, dass wir da eine Extension machen, führen bis zu einem schönen, ausbalancierten Finish. Und euer Ziel ist, in dem Zeitloop zuerst vielleicht das erste paar Mal mit den Augen offen, vielleicht sogar mit einem Spiegel als eine Hilfe. Du kannst vor dem Fenster daheim machen, das ist wie ein Spiegelreflex, schau in das Fenster, wenn du das machst. Und dann über Zeit zu versuchen, dann das zu machen. Wirklich gehen zu deinem Traumhaltung, deine Traumbewegung, Augen dann zu und nur mit Spüre dem Golfschwung dann ausführen, ganz langsam, aber dass der Schläger ist immer am Bewegen, die Augen bleiben zu, du spürst den Körper ein bisschen, du spürst den Schläger, Schaft, den Schlägerblatt. Versuche das langsam zu machen. Je langsamer dass du das machst, desto mehr die Erinnerung in den Körper, das Gefühl in den Körper bleibt. Wir machen den Schwung bis zum Schluss. Können wir auch mit den Augen zu, können wir immer noch im Balance bleiben. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für Golf. So, es hat viel Auswirkungen, es ist gut für Balance. Es ist gut auch für die Dehnung, zu spüren deinen Körper. Es ist sehr gut mental, diese Übung. Und ich denke, es gibt uns viele Orte, wo wir unsere Golfbewegung verbessern, aber auch besser kennenlernen kann mit dem Tai Chi Golfschwung. So, probiere das daheim und schau, wie das geht.